Als ich mit dem Fahrradfahren angefangen habe, hat sich das echt angefühlt wie eine Fremdsprache lernen. Hast du ein Gravel- oder ein Cyclocross-Rad? Was für eine Gruppe fährst denn du? Hä? Und weil ich meine Fahrradbuddies immer mit Fragen genervt habe, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, drehen wir das Ganze jetzt um. Der ultimative Vokabeltest bei Haute Fahrrad. Hey Anke, servus. Du, sag mal, ich hätte mal eine Frage. Was ist denn eigentlich die Kadenz? Kadenz. Du bist doch immer so gescheit. Das kannst du uns bestimmt erklären und beantworten. Bitte. Immer gern, Frau Schafbauer. Die Kadenz bezeichnet die Runden, die man mit dem Pedal dreht. Wird angegeben in Anzahl der Umdrehungen pro Minute. Eine Minute hat 60 Sekunden, ist klar. Und wenn man jetzt pro Sekunde eine Umdrehung macht, dann ist es eine 60er Trittfrequenz. Und mit genau der bin ich am Anfang gefahren und es ist eine totale Scheißidee, weil es viel zu langsam ist. Man denkt ja, man ist so super kraftvoll und dynamisch, wenn man so schwer tritt. Und dabei ist man einfach nur schneller müde. Weil mit einer 60er Kadenz hat man zwar die optimale Kraftübertragung, aber das hält halt auf Dauer auch kein Mensch durch. Stattdessen gilt, wer locker tritt, kann länger treten. Weil es besser für den Stoffwechsel von den Muskeln ist und auch für die Gelenke schonender ist. Ich will ja Touren fahren und keine Sprints. Also ganz grob, so zwischen 80 und 90 Umdrehungen pro Minute ist eine gute Hausmarke. Die Profis fahren dann so zwischen 90 und 110. Am einfachsten erkennt man das natürlich mit so einem Hightech-Fahrradcomputer. Und dann braucht man dazu noch ein Kadenzmesser. Falsch rum. Kadenzmesser. Das Ding wird dann hier unten an die Kurbel geklebt und dann, wenn man hart performt, sieht man die Rotationen pro Minute. Wer keinen Fahrradcomputer hat, der kann sich einfach mal auf dem Handy einen Timer auf eine Minute stellen und grob mitzählen, wie oft man so rumgekommen ist. Als Hausmarke, wenn man sich fühlt wie ein Hamster im Laufrad, dann ist es meistens immer noch zu langsam. Und ich hatte ja am Anfang auch echt Probleme, während so einer hohen Kadenz Druck aufs Pedal zu bekommen. Aber es wird schon besser mit der Zeit. Tschakka. Zur Zufriedenheit beantwortet, Frau Schafbauer. Nächste Frage. Hey Anke, wir haben gerade an dich gedacht und hätten da eine Frage. Was ist denn eigentlich eine Gruppe? Kannst du uns das vielleicht beantworten? Weißt du sowieso immer alles besser. Danke. Ciao. Ciao. Joch, geht die Österreicher. Denen erklärt man doch gerne mal was. Also die Gruppe bezeichnet die Komponenten eines Fahrrads. Das habe ich natürlich schön mal eine Vokabel mit der anderen erklärt. Zu den Komponenten zählt alles, was zum Antrieb gehört. Kettenblatt, Kurbel, Kette, Ritze, alles, was da so drauf hängt. Aber auch die gesamte Schaltung, inklusive Schalthebel und allem Pipapo. Und die Bremsanlage, alles, was man zum Bremsen braucht. Und das alles zusammen ist die Gruppe. Neben dem Rahmenmaterial ist die Gruppe mit das ausschlaggebende Element für den Preis von einem Fahrrad. Das fragt man sich ja am Anfang total oft, wenn man als Einsteiger ein Fahrrad kaufen will. Warum ist denn jetzt das eine Rad teurer als das andere? Und bei der Gruppe hängt es zum Beispiel dran, was für ein Material verwendet wurde, was das für eine Übersetzung hat oder ob man zum Beispiel ein oder vier Gänge mit einmal schalten bewegen kann. Das ist dann auch so eine Art von Gruppendynamik. Bei Shimano heißen die Rennradgruppen zum Beispiel Tourney, Claris, Sora, Tiagra, 105er, Ultegra und Dura-Ace. Das geht dann so von der soliden Einsteigerschaltung über den Alleskönner bis hin zum ultimativen High-End-Teil. So geil, geiler, am allergeilsten. Bei Shimano ist die spezifische Gravel-Schaltung die GRX. In meinem Fall hier von dem Diverge sogar elektrisch. Ein bisschen wie Techno für unterwegs. Berghain? Berghain? Nee. So eine Gravel-Schaltung unterscheidet sich von der Rennradgruppe dadurch, dass sie auch für ruppigeres Gelände gemacht ist. Hier zum Beispiel ist so ein Hebel für den Kettenstabilisator, dass wenn es dann mal so richtig scheppert, die Schwingung von der Kette reduziert wird und dann springt sie auch nicht so leicht raus. Hat jetzt so eine Rennradgruppe für Asphalt eher nicht so nötig. Verstanden, Team Österreich. Und wer jetzt SRAM oder irgendwelche anderen Hersteller wissen will, der kann bitte selber googeln, weil nachher kommt dann ein Shimano-Logo im Abspann und irgendwer muss die Papierrolle ja bezahlen. Und die nächste Frage bitte.
Nächste Frage aus der Gran Fondo Redaktion. Uns würde interessieren, was denn eigentlich der Unterschied zwischen Cyclocross und Gravel ist. Boah, Pfütze. Frau Awesome, du kannst doch sicher alles darüber erzählen. Los geht's. Das ist die ambitionierte Fragestellung, die ich von der Gran Fondo Redaktion erwartet habe. Gravel und Cyclocross werden ja oft auch als Synonyme verwendet, wobei genau genommen Cyclocross ja die Wettkampfdisziplin ist. Radcross, wo man auch gerne mal so ein Fahrrad schultert und wie bekloppt durch den Schlamm rennt. Deswegen sind Cyclocross-Räder auch ziemlich aggressiv. Also die Geometrie ist wendig, mit denen kann man ballern. So zum Beispiel. Servus. Gravelbikes sind stattdessen eher für längere Touren und Fahrspaß gemacht. Da ist die Geometrie wesentlich laufruhiger und bequemer. Man kriegt breitere Reifen rein und wie bei dem Diverge zum Beispiel gibt es mehr Anbringungspunkte für Taschen und Flaschen, wenn man jetzt zum Beispiel zum Bikepacking starten will. Was jetzt aber nicht heißt, dass man mit einem Gravelbike nicht auch Gas geben kann, wenn man es in den Waden hat. Mit so einem Diverge hat man dann aber dummerweise keine Ausrede mehr, wenn man langsam ist. Werbung aber wahr. Wenn man sich jetzt aber gerade beim Fahrradkauf zwischen zwei Kategorien entscheiden muss, dann ist ein Gravelbike eher so der Allrounder und ein Cyclocross-Rad die Rennmaschine. Und fürs Protokoll ist natürlich alles ein abgekartetes Spiel hier. Und die Vokabel habe ich den Gran Fondo Boys hauptsächlich deswegen gegeben, weil ich die Antwort von ihrer Webseite abgeschrieben habe. Wie hat mein Uni-Professor immer gesagt? Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Wer andere Begriffe erklärt haben will oder auch sich outen, was man am Anfang selbst nicht verstanden hat, bitte in die Kommentare. Nicht, dass es mich so brennend interessieren würde, aber dann habe ich schon keine Arbeit, um mir für die nächste Folge Vokabeln auszudenken. Okay, ciao! Ich bin sitzen geblieben. Und warum rutschst du so weit weg von mir? Ja, jetzt komm her! Wie wir uns hier hinsetzen. So natürlich. Entschuldige mal. Und es gibt mehr Anbringungsmöglichkeiten für Taschen und Flaschen, wenn man zum Beispiel Bikepacking gehen will. Wenn man Bikepacking gehen will, Alter, willst du Bikepacking gehen? Ich gehe mal wieder auf die Bank. Gravelbikes sind stattdessen eher für Fahrspaß und längere Touren gedacht. Ja. Gravelbikes sind hingegen für ihre Länge. Wo ist der Teleprompter? Ich brauche einen fucking Teleprompter.